Da sind wir wieder bei Fortnite. Ihr habt lange drauf gewartet und im Gegenstandshop ist sie endlich verfügbar. Von wem ich rede, ist natürlich die rote Ritterin mit ihrer Karmesinhacke. Sie ist endlich wieder da. Für 2000 V-Bucks kann man sie sich jetzt holen. Ist legendär. Und man kennt sie aus der ersten Season. Und zusätzlich ist jetzt noch eine neue Heldin aufgetaucht. Das ist Tritjon oder wie sie ausgesprochen wird. Sieht ein bisschen aus wie... Ich finde, die Farben erinnern so ein bisschen an Ninja. So ein bisschen dieses Orange, Blau, Schwarze. Er hat ja auch die Farben ungefähr. Also er hat stattdessen zwar Gelb, aber trotzdem erinnern sie mich so ein bisschen daran. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, das ist so ein Ninja Cyborg sozusagen. Und als Rücken-Item hat sie dieses komische Ding. Ich weiß gar nicht, was das genau darstellen soll. Der weibliche Omega, der bald kommen soll, soll das Ding auch haben in Schwarz-Orange. Ich denke, das soll so eine Art Jetpack oder sowas sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war es auch schon wieder. Neu ist dann auch noch der unendliche Dub. Also es geht die ganze Zeit so hin und her. Ich weiß jetzt nicht, was daran so toll sein soll. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall nicht holen. Es gibt bestimmt Leute, die sich den holen wollen. Ja, sonst ist Elektro-Shuffle erstmal wieder drin. Die Battle Pass-Stufen sind auch drin. Der Spezialkommando. Kommando und Schneidezahn. Also so ein Dino-Ding sozusagen aus der Urzeit. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich doch, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen und ein Like wäre schön. Ja, das war's auch schon wieder vom Video. Ich kann euch sagen, bald wird ein Fortnite-Film von mir rauskommen, den ihr dann auf diesem Kanal hier seht. Ich hoffe, euch gefällt der. Muss noch ein bisschen dran rumschnippeln, das dauert noch ein bisschen. Aber man sieht sich ja nachher noch in einem kleinen Livestream.